Oh ja, ich habe es schon wieder getan. Ich habe schon wieder Watercolor-Stifte bestellt. Also wasserfarbenere Farbenstifte. Und ja, das Angebot, da konnte ich irgendwie nicht dran vorbei. Bei Amazon wurde mir das angezeigt. Ich zeige euch mal, was dabei war. Hier sind noch die Wassertankpinsel, das sind so kleine. In S, M und L. Ich habe sie alle drei schon ausprobiert und die funktionieren richtig gut. Aber wir machen das nachher nochmal gemeinsam. Ich wollte euch das nur einmal zeigen. Es sind 72 Farben. Und damit kommt man schon ganz schön weit. Ich habe mir dann so eine kleine Agenda gemacht. Swapped, glaube ich, nennt man das irgendwie so. Ich kenne es unter Color Chart. Auf jeden Fall habe ich mir so eine Übersicht angelegt und die Stifte haben hier keine Nummern. Deswegen sind hier auch keine Nummern drauf. Aber ich weiß ja jetzt zum Beispiel, wenn hier gelb drin ist, dann bin ich in diesem Bereich hier unterwegs. Wenn es dann in Rotton geht, ne, weil da ist Orange zu Ende, Orange und dann ja dunkelgrün. Dann fängt hier die nächste Reihe an mit Rot und dann hier mit, sagt man schnell, Petrol, sowas. Und dann ist das diese Reihe. Das Gute tatsächlich an diesen Stiften ist auch wieder, dass man, hier einmal diese schöne Spitze hat, die schön weich und so eine Pinselstifte, Pinselspitze. Und wir haben hier wieder so einen Fineliner. Das finde ich ganz cool irgendwie. Ja. Und jetzt zeige ich euch, was noch dabei war. Also nicht nur die 72 Stifte. Die werden wir gleich benutzen, deswegen habe ich es euch gezeigt. Achso, ich kann euch auch noch zeigen, was ich mit den Stiften ausprobiert habe, nämlich dieses hier. Oh, ich habe das Grün noch vergessen. Das muss ich nachher und hier unten auch noch ein bisschen. Das habe ich tatsächlich nur mit den Stiften gemacht und auch die Wassertankpinsel. Erst habe ich den Small, also den ganz kleinen genommen und dann den mittleren. So, das, also die benutzen wir, dafür habe ich es euch immer gezeigt. Und da waren die Wassertankpinsel drin. Es waren mit dabei Stempel. Ich zeige sie euch mal. Ich hoffe, habe ich hier irgendwas Dunkles. Blau. Blau geht doch immer. Aber Zahlen und Buchstaben. Ja, solche Sachen halt. Und dann haben wir hier so Tierchen. Noch mehr Tierchen. Ja, seht ihr selber, was das ist. Und hier Schleife und Schmetterling und eine Fee, sowas. Ob ich die jetzt so groß verwende? Naja, ich habe mir darunter was anderes vorgestellt, als es hieß, da sind Stenzel dabei. Ich habe jetzt echt gedacht, die normalen Stenzel, aber das ist okay. Das ist auch nur Beiwerk. Ich wollte einfach mal die Stifte ausprobieren. Das ist Aquarellpapier. Ihr seht schon, es hat ziemlich, wie sagt man dann? Es ist nicht so glatt, hat ziemlich viel Struktur. Das werde ich wohl eher mal für richtig Mixed Media ausprobieren, weil darauf zu kolorieren mit richtig Stempelmotiven, so feinen Stempelmotiven, funktioniert natürlich nicht. Das habe ich noch gar nicht angeschaut. Da muss ich auch mal reingucken. Das ist so ein Colorbook. Das ist auf Aquarellpapier tatsächlich gemacht und zum Üben wahrscheinlich. Ich habe es mir, wie gesagt, noch gar nicht angeguckt, weil darum ging es mir gar nicht. So, und dann haben wir noch die zwei Griffen. Oh, und noch so ein... Aha. Gut. Also das finde ich jetzt... Nee. Aber darum geht es nicht. So, die Wassertankpinsel bleiben hier. Die verwenden wir gleich, die Stifte auch. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wie die Stifte heißen. Die waren in so einer Box drin. Das sind die. Die wurden, wie gesagt, mir angezeigt. Und ich habe gedacht, gut, für für 24,99 Brush Pens kannst du ja nichts verkehrt machen. Und ich habe erst gedacht, geht gar nicht. Und dann habe ich gedacht, oh, geht ja doch. Und die haben einen ganz tollen Vorteil gegenüber den Zig-Stiften und den Artiza-Stiften. Bei den anderen war das auch so gut. Man kann die Farbe mit dem Wassertankpinsel gut aufnehmen. So eine mittlere Farbe, sage ich mal. Das zeige ich euch gleich. Und das funktioniert wirklich, wirklich super. Sogar besser als
bei den Zickstiften. So, hier ist mein erstes Lesezeichen, mein erster Versuch. Ich habe dafür diese freche, süße Fledermaus verwendet. Und ich muss sagen, die Fledermaus gefällt mir hier nicht. Ich finde, hier sind die Farbverläufe irgendwie schöner als hier. Deswegen, da habe ich mein normales, ich zeige es nochmal in die Kamera, Aquarellpapier genommen, was ich immer gerne verwende. Wie ihr wisst, das ist dieses Mixed Media Kenson. Benutze ich, wie gesagt, ja sehr gerne. Und das ist das hier. Und dieser Untergrund ist tatsächlich dieses Kenson Mixed Media Papier. Und da habe ich auch schon ein Stück ausgeschnitten. Das ist nämlich schon vorbereitet für gleich. Und da habe ich mir jetzt überlegt, weil mir das jetzt, das Blau jetzt hier nicht so gut gefallen hat, wollte ich gerne, habe ich es nochmal abgestempelt. Also hier ist das abgestempelt, auch so wie das Papier, was ich gerade gezeigt habe. Und das ist das Papier mit dem. Und ich werde das kolorieren, weil ich, es ist okay. Aber es ist nicht berauschend. Also das kriege ich normal besser hin. Also das fand ich jetzt viel schöner. Das lief auch irgendwie anders mit der Farbe. Und hier, das ist ja extra dafür konzipiert. Dann habe ich mich für mal andere Stanzen entschieden. Die sind von MFT und das Set benutze ich auch selten. Und habe einmal auch auf diesem Papier beides für die Distressed Oxide habe ich jetzt auch dieses Papier verwendet. Und glaube ich, ja, das ist nämlich dünner. Das hat nämlich nur 160 Gramm und das andere Kenson hatte, wo steht's? 200 Gramm. So. Also diese Stanzen, wie gesagt, benutze ich, habe ich selten benutzt und habe dafür auch fast 30 Euro bezahlt. Und von daher muss das mal sein, dass das mal wieder verwendet wird. Gut, dann haben wir hier also das Stempelset und ich fliege auf dich, finde ich total klasse. Das ist ein Lesezeichen, was ich dann wieder in die Bücherei spenden wollte. Und für das Band habe ich mir dieses von Action rausgesucht. Das können wir eigentlich gleich runterschneiden, ein Stück, ne? So. Ich habe den Bogen hier gleich genommen. Was soll ich das irgendwie dagegen anarbeiten? Wir brauchen gleich die Farbübersicht, die lege ich schon mal hier hin. Dann haben wir zwei Blautöne für den Hintergrund. Meine viel benutzte Wolkenstenzel von MFT, die brauchen wir. Dann haben wir die Stupfis und wir haben noch Abstandshalter. Und dann werde ich noch so einen dunklen Cardstock, den habe ich hier, ich glaube, der ist fast zugeschnitten, so wie es sein muss. Naja, nicht ganz. Da muss ich noch 2-3 mm abmachen. Ja, und dann haben wir das, die ganzen Materialien. Und ich würde sagen, wir beginnen dann mit der Koloration. Ich wollte ihn eigentlich nicht blau machen, aber ich finde den eigentlich ganz schick. Weil ich habe, ich habe den genommen und das ist dieses Blau. Auf der Agenda oder mein Chart ist es dieses Blau. Und hätte ich da mal drauf geachtet, eigentlich wollte ich nämlich das Grau nehmen. Aber ich finde, wir machen das Ganze jetzt nochmal so in dem Blauton. Und dann zeige ich euch gleich nochmal, wie das funktioniert mit dem Wassertankpinsel und die Farbe abnehmen. Das kann ich euch jetzt nochmal kurz zeigen mit Musik, ohne Musik. Weil ich würde ganz gerne den Hintergrund, habt ihr schon so oft gesehen, wie ich den mache. Und bei der Koloration ist jetzt ja nicht viel groß dabei. Aber wir können jetzt mal, nehmen wir mal den dünnen, wir haben hier ja noch Platz. So, wenn ich das so mache und dann verwische, seht ihr schon, das verläuft recht gut. Ich kriege es gut verwischt, oder? Finde ich. So, und wenn ich jetzt sehe, ich mach's mal so, neu. Und ich verwische das so. Und dann haben wir vielleicht doch ein bisschen zu heftigen Übergang. Das Papier ist wirklich gut dafür, wenn man öfter mal über nass rüber geht. Was dieser Pinsel oder diese Stifte gut machen, ist, wenn man hier direkt von der Pinselspitze Farbe abnimmt. Ach, das muss aber trocken sein. Ja. Ins trockene Motiv. Eben hat es richtig gut geklappt da.
dann kann man richtig schön mittlere Farbe bekommen und kann manchmal so Streifen ausbessern, wenn man nicht so gut koloriert, was dann ja auch mal da passiert ist. So, ich bin gespannt, wie sich jetzt dieser Kleine mit diesem Papier, wie der kleine Fratz sich so macht. Wir brauchen für die Öhrchen noch einen Stift. Den haben wir. Den nehme ich auch nochmal raus. Das ist dieser, der hier so mittendrin hängt. Und wir brauchen ein schön leuchtendes Gelb für die Augen, damit man es so schön sehen kann. Gut. Okay, wir gehen dann erstmal mit dem hellen Blau drüber und dann mit dem Dunkelblau. Dunkelblau für den Hintergrund sprenkeln mit Wasser. Dann werden wir den kleinen Kerl kolorieren und dann ich flieg auf dich drauf stempeln. Das Band werde ich mit doppelseitigem Klebeband, das habe ich hier auch schon liegen, festmachen. Ihr seht es ja gleich alles im Video. Und ja, ich wollte noch ein paar Herzchen. Ich glaube, ich werde gleich noch ein paar Klebeherzchen holen, diese ganz kleinen von Doodlebug, glaube ich, ist das. Die würde ich ganz schön finden, vielleicht sogar in Weiß. Ich habe sie sogar in Blau. Die hole ich gleich mal und dann können wir das machen. Ich schneide das noch zu. Das haben wir auch schon hier. Mein Gott, dann können wir aber richtig gut loslegen. Die sind auch da. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Und wenn Fragen sind, gerne in die Kommentare auch eure Fragen reinpacken. Dann weiß ich, worauf ich achten muss. Das ist ein guter Hinweis. Wenn ihr kommentiert, ich schaffe es im Moment nicht, dass ich immer nächsten Tag direkt eure Kommentare beantworte oder lesen kann, aber ich versuche das immer recht zeitnah. Ich versuche es recht zeitnah hinzubekommen und das ist jetzt keine böse irgendwas oder ach guck mal, die greift nur Kommentare ab und antwortet nicht, sondern ich versuche es einmal die Woche hinzubekommen. Ja, manchmal kommt auch das Leben dazwischen, wie ihr wisst, und dann dauert das vielleicht auch mal ein paar Tage länger, aber ich versuche das. Ne? Wisst ihr erstmal Bescheid und wie gesagt, viel Spaß! Thank you.
So, wer bis hierher geschaut hat, hat gesehen, dass das, obwohl ich es gleich gemacht habe, der Hintergrund hier viel dunkler ist und hier das Motiv dunkler ist. Und ich muss tatsächlich feststellen, mit den Stiften ist es besser, auf dem Papier, was wir hier haben, mit diesem Papier zu arbeiten, das zu nutzen. Ihr habt gesehen, wie schön die Farbe verlaufen ist. Das macht richtig Spaß. Und man konnte auch mit dem Wassertankpinsel schön die Farbe abnehmen. Und da, wo es noch der Übergang nicht so schön war, spielerisch, ganz einfach, total leicht rübergehen, sodass das Ganze dann doch noch netter aussieht. Mir gefallen beide Varianten. Hier habe ich mich für die dunkleren Herzen entschieden. Und ihr wisst ja, ich mag es nicht, wenn ich etwas gestalte. Das ist immer, auch wenn ich was vorbereitet habe, dass es nicht gleich aussieht. Also eine Kopie von dem, was ich gemacht habe. Das mag ich immer irgendwie nicht. Und ich finde, die beiden Lesezeichen sehen trotzdem ja ähnlich aus, und ob das Motiv jetzt unten oder oben ist, ist ja im Prinzip egal. Hier musste ich ein bisschen gucken, das Licht spiegelt halt immer so ein bisschen, und dann, ja, aber es ist okay, denke ich, ne? Es ist nicht ganz gerade. Hier ist es gerade, weil ich da gut gucken konnte ohne Kamera, dann kann ich immer direkt drauf schauen, und hier ist es ein bisschen schräg, aber das ist jetzt auch nicht dramatisch. Ihr habt gesehen, dass ich hier hinter einen Klebepunkt gesetzt habe. Aus dem Grund, sonst würde das so gebogen immer liegen bleiben. Und hier habe ich das tatsächlich erst gemacht, weil ich dann nämlich gemerkt habe, oh, das ist zu viel Spiel, das funktioniert so nicht. Und dann habe ich den wirklich, als das schon geklebt war, erst gemacht. Und das war schwieriger. Deswegen habe ich daran gleich gedacht, oh, den Klebepunkt vorher drauf machen. So, jetzt habe ich aus diesem Stempelset einmal den Panda gemacht, verwendet. Das ist allerdings mit den Triebländern passiert. wollte ich ganz gerne. Ich fand das irgendwie, ja. Ich muss ja auch die anderen Sachen, die ich da habe, auch mal mitverwenden. Und das heißt, den haben wir und den haben wir. Den hatte ich mal, aber das hat mir überhaupt nicht gefallen, was ich mir da überlegt hatte. Und den Affen, den werde ich demnächst dann auch nochmal machen. Und dann haben wir das Set nämlich auch schon mal gut verwendet. Und ja, die beiden Lesezeichen werden jetzt wieder verschenkt. Und da freue ich mich sehr drüber und ja, bin gespannt. Vielleicht mache ich nochmal einen. Genauso ein Lesezeichen, wo das Motiv, das gleiche Motiv nochmal mit Triebländer Spektrum nur gemacht sind. Vielleicht, ich weiß es noch nicht. Jetzt sage ich aber herzlichen Dank, dass ihr mal wieder dabei wart bei einer Tour mit schon wieder neuen Stiften. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt endlich reicht, wenn man mal überlegt. Ich habe die Zick-Stifte, ich habe die Artezer-Stifte, das sind ja schon eine Menge. Dann hatte ich euch ja diese hier gezeigt. Dann diese hier, dann, und wir haben noch zwei andere mögliche Stifte. Dann habe ich die Karin-Stifte, die richtig toll sind. Da habe ich die große, die mittlere und die kleinen Packungen, fast alle kleinen Packungen. Und ich habe auch noch ein paar von Ecoline. Also, und Aquarellstifte habe ich ja auch noch. Also ist ja nicht so. Leute, ich glaube, das reicht jetzt, oder? Was sagt ihr? Also ich bin absolut der Meinung, jetzt sollte ich mich mal endlich zusammenreißen, genauso wie ich nicht jeden Monat viel, viel, viel Geld für immer viel neuere Stempelsets ausgebe. Ich habe einfach schon so viel. Ich muss das, was ich als Ziel mal gesagt hatte, jedes Motiv sollte einmal ins Album als ETC-Karte, als Erinnerung. Ich muss euch ja nicht jedes Mal eine zeigen mit Video, wenn ich eine ETC-Karte gestalte. So dass ihr dann am Jahresende einmal durchgucken könnt mit mir gemeinsam, was ist alles in 2022 entstanden. Das heißt, da werde ich auch ohne Kamera ordentlich ETCs basteln. Jetzt sage ich nochmal danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn Fragen sind, wenn irgendwas ist, schreibt mich gerne an oder kommentiert das Video. Würde ich mich sehr freuen, und ich hoffe, dass ich weiterhin genau den richtigen, die richtigen Themen finde. Ihr wisst, ich bin sehr ETC-lastig und eher kolorationslastig. Junk Journal ist immer noch Thema. Habe ich im Moment, muss ich ehrlich sagen, wenig Zeit. Dadurch, dass ich für die Happy Meal jetzt im Moment gerade ganz viel vorbereite und auch für die Happy Meal Kits. Aber das ist das nächste. Junk Journal soll weiterhin Thema sein. Und da freue ich mich auch drauf, weil ich möchte das ganz gerne
noch mehr das, was ich schon immer wollte, mit niedlichen Motiven und Junk Journal. Warum nicht? Junk Journal heißt ja, alles ist möglich. Und das werden wir dann demnächst gemeinsam machen. Tschüss, tschüss.